Kann man das ernst nehmen? Alter. Gut, was man aber sagen muss, wenn die Sirene ausfällt, muss man sich ja irgendwie erkenntlich zeigen, dass man gerade einen Einsatz fährt, oder? Allerdings kommt diese Methode schon so ein bisschen lächerlich rüber. Stronzo, pass auf die Bullen auf. Ich steck die Knete ein. Okay, Boss. Hoi, Polizei, Bella, mach's Blaulicht, oh, jetzt bomben uns die Bagage. Okay. Lalü, lala, lalü, lala, lalü. The fuck? Was geht ab, Elite? Zeus hier! Endlich ist es wieder soweit. Ich begrüße euch wieder einmal zum beliebtesten Internetformat auf ganz YouTube. Zeo und das Internet. Ui, toll. Und keine Sorge wegen dem Intro-Sketch. Heute werden nicht nur flache Witze gerissen wie dieser Komiker hier. Weil unser Körper besteht irgendwo aus 80-90% aus Wasser. Ja, deiner schon. Meiner aus 80% Gehirn. Ja, das... Okay, ja, das ist nicht schlecht. Also ich hoffe, ich bekomme bessere Jokes hin. Das wäre sonst wirklich ganz schön belastend. Doch bevor es losgeht, hier eine kleine Ankündigung. Ich habe mir Super Mario Maker 2 geholt und das werde ich heute live streamen. Also nach dem Video gerne mal bei Twitch vorbeischauen, wird auf alle Fälle super lustig. Denn wenn du ein Level gebaut hast und möchtest, dass ich es anteste, dann poste einfach deine Baumeister-ID unter der neuesten Folge auf dem Gaming-Kanal. Ich versuche dann das Level zu meistern, aber bitte baut es nicht zu schwer. Alter, bist du... Ein ganz schöner Pro-Gamer, was? So, dann legen wir los. Ihr habt mir über 700 Videovorschläge geschickt und ich habe mir 10 Stück rausgesucht und die schauen wir uns nur an. Los geht's. Yahoo! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und Theo schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird eine Gaudi, sag ich euch. Theo und das Internet. Das bin ich. Wir beginnen mit dem ersten Video, was mich zu gleichermaßen beeindruckt wie belustigt hat. Oh, Dicker, der hat versagt. Oh, Scheiße. Aber genau das ist das Problem. Es gibt so Standardgesten, die macht man einfach. Da denkt man nicht drüber nach, ob ein Armloser das auch kann. Dicker, willst du ein Bier? Ja, okay. Bitteschön. Ja, was soll's. Wenn ein Freund schläft, aber alle anderen noch wach sind. Oh weia, es kann eigentlich nur irgendwas richtig Fieses kommen. Wenigstens sind die richtig kreativ. Vor allem der Motor mit Seilzugstarter fand ich total geil. Daher bekommt dieser Clip von mir eine positive Bewertung. Doch ich denke, jetzt wo wir so richtig in Fahrt sind, wird es Zeit für den Domtendo der Woche. Ja, ich bin voll froh, dass wieder ein Dommi-Einspieler mit dabei ist. Ich finde diesen Mann einfach super lustig. Die roten Münzen, Zeo. Wieso? Was ist denn mit den roten Münzen? Ich meine, die müssen einem doch das nötige Item hier in dem Level geben, sonst... Die roten Münzen. Was für rote Münzen? Die roten... Die roten Münzen! Die roten Münzen! Dommi! Domtendo, bester Mann. Zeo! Was ist denn schon wieder? Wir hatten noch gar kein Tiervideo. Jetzt baller mal eins raus. Ja, gut, stimmt, da hast du recht. Hier, ein schräger Vogel für euch. Der kommt gar nicht drauf klar. Ich finde, daran erkennt man wieder voll Gas, dass Papageien voll die cleveren Tiere sind. Ich denke halt, anderen Tieren wäre das scheißegal, die wären so... Ja, dann ist der Typ halt weg. Nächster Clip. Alltag in Russland. Gibt es irgendwas, was Putin nicht kann? Erst Tauben grüßen, dann auch Bären reiten und jetzt das. Ein ziemlich kranker Dude. Ich feiere die Reaktion von dem alten Mann. Mit wem möchten Sie ein schönes Wochenende verbringen? Aha. Mit ihrer Frau. Leute, ich wette 5 ganze Euro, dass die Frage von der Ehefrau selbst vorgelesen ist und der ganze Sketch halt total inszeniert ist. Wettet ihr mit? Stimmt mal hier oben ab. Ich frage in der Zeit den Videoersteller an und bitte, wie Herr Newstime, um eine Stellungnahme. So, jetzt schreibe ich den erstmal eine saftige Mail, so wie man das im Internet macht. Junge, das ist doch fake mit deinen scheiß Videos hier. Lösch dich jetzt, du Huren, oder ich bumse dich um 3 Uhr nachts 24 Stunden lang ohne Game Master mal. Wie war das nochmal mit den besseren Jokes?
Zu seiner Verteidigung, beim dritten Mal hat's ja geklappt. Sagen wir mal so, ich vermute, in dem Paket war nichts Zerbrechliches drin. Und ich hoffe auch, dass er es abgeklärt hat, dass er es hochwerfen darf. So ist das, was Hermes angeht, eine ganz normale Übergabe. Denn ihr wollt echt nicht wissen, wie eure Pakete im Lager durch die Gegend geworfen werden. Denn durch glorreiche YouTuber, die sich selbst als Paket verschickt haben, wissen wir ja, wie Pakete im Lager behandelt werden. Ja, oh, es ist so heftig. Oha, okay, ja. Wie schockiert er einfach spielt. So, und somit sind wir angekommen beim letzten Video. Und bevor ich es zeige, muss ich kurz was erklären. Der folgende Clip samt Sketch ist nur auf Carinas Wunsch drinnen, denn ich habe eigentlich nur irgendwas zusammengesponnen, wo es ihre Reaktion war dann so. Und du spritzt mich mit der Duschbrause nass. Also viel Spaß mit dem Original und danach gleich meine Nachstellung. Los geht's. Dislike halt endlich. Okay, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen: einen fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Und schreibt mir weitere Videovorschläge in die Kommentare. Gerne auch mit Zeitangabe, denn ich kann nur kurze Stellen zeigen und mit einem kleinen Text zum Vorlesen. Juhu! Und vergiss niemals: Lass Zeo ein Abo da, dann geht's dem Jungen wunderbar. Und ein Like wäre auch nicht schlecht, denn Zeo ist ein toller Hecht. Hui, das ist Reimlevel aber auf Goethe-Niveau, oder? Ja, weil manche den Abo-Counter nicht verstehen, ich zähle runter, also bei 0 haben wir es geschafft. Der zeigt sozusagen an, wie viel wir noch brauchen bis zu den 400k. Dachte zwar, das wäre irgendwie klar, aber manche sind da voll irritiert davon, deswegen hier meine Erklärung. Okay. Ein Dankeschön geht raus an Dominik für die krasse Unterstützung auf Patreon. Ist wirklich super geil, Dankeschön. Schaut gerne auf Twitch vorbei, Link ist in den Kommentaren angepinnt. Und wie immer war es mir eine Ehre, für euch ein Video gemacht zu haben. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, war lustig und so weiter. Und dann sieht man sich hoffentlich bald mal wieder, oder? Genau, dann bis dann, ciao. Zeo und das Internet. Das bin ich.